Ja, aber das mit dem Schlafen kann ich verstehen. Das wird mich auch wahnsinnig machen, wenn man das Kopfkissen nicht wiederfinden würde. Ja, kommen wir erstmal an den Boden zurück. Hier gibt es ja auch manchmal überirdisch gute Geschichten. Und das war garantiert so eine. Es war nämlich der größte Fake in der Popgeschichte. Seit Milli Vanilli wissen wir nämlich, nicht jeder, der singt, der kann es auch. Milli Vanilli, das waren eigentlich zwei Tänzer. Und dann kam einer auf die Idee, Mensch, Jungs, ihr seht doch gut aus, ihr könntet doch auch singen. Konnten sie aber nicht. Ja, so klang das. Und diese beiden endeten dann als größter Bluff in der Popgeschichte. Aber man muss sich ja nicht gleich entmutigen lassen. Fab, einer der beiden, steht jetzt wieder auf der Bühne und er singt. Und er will allen damit beweisen, dass er es doch kann. Tja, Mädels, inzwischen weiß bekanntlich die ganze Welt, dass der Wahrheitsgehalt dieser Liebeserklärung vermutlich nicht größer war als das musikalische Talent der beiden Vortragenden, der Herren Milli und Vanilli. Wirklich gesungen haben andere. Die beiden brauchten für ihren Aufstieg in den Pop-Olymp immer nur Lippen bewegen und gut aussehen. Ein Vierteljahrhundert ist das her. Aber halt, der eine, Fab Morvan, sieht auch mit 48 aus, als hätte es das jähe Ende von Milli Vanilli nie gegeben. Und singen kann er inzwischen auch. You've got your demons and you've got desires. Well, I've got a few on my own. So jedenfalls klingt Fab bei seiner Rückkehr ins P2, Münchens angesagtestem Schickeria-Club. Von hier aus starteten Milli Vanilli ihren popmusikalischen Siegeszug um die Welt. Als Playback-Lippensynchrone, Nichtsänger. 26 Jahre ist das her. München ist die Heimat. Hier hat alles begonnen. Hier sind Rob und ich zusammengekommen. Hier sind wir Abend für Abend aufgetreten und immer besser geworden. Hier ist alles entstanden. Jetzt, nach all den Jahren, wieder hier zu sein, ist wie zurückkommen nach Hause. In der Münchner Nobeldisco gibt er vorzugsweise den DJ und vorzugsweise mit fremder Mucke. Wobei, genau betrachtet war ja auch Milli Vanilli nichts Eigenes. Aber in Belgien und den Niederlanden, dort lebt der gebürtige Franzose, läuft seine aktuelle Musik hoch und runter, angeblich. Und echt ist sie wohl auch, insbesondere die Stimme. I've never stopped. Ich habe mit der Musik niemals abgeschlossen, aber ich war nach unserem Fiasko nicht mehr der Dreamboy. Ich habe begonnen, für meine Musik hart zu arbeiten, zu lernen, wie man Instrumente spielt und Songs schreibt. Das Fiasko beginnt mit einem Märchen, eben mit Girl, You Know It's True 1988 und mit Frank Farian, Schöpfer und Produzent von Milli Vanilli. Da war die Musik fertig, wir hatten keine Performer. Irgendwann kamen zwei Jungs ins Studio rein, der Rob und der Fab. Und da sagte jemand, lass sie doch dazu tanzen zu der Musik. Da können die ein Video drehen. Jawohl, das machen wir. Und dann hat sich das verselbstständigt. So sehr, dass aus einer weltweiten Hit-Single ein weltweites Hit-Album wurde und auf das erste ein zweites folgte. Und für das gab es 1990 den Grammy. Plötzlich standen sie alle auf dem Pop-Olymp und fielen prompt gleich wieder runter. Der Stimmenschwindel flog auf. Ich war immer bedacht drauf, dass es niemand erfährt. Aber als dann die Grammy-Verleihung war in Los Angeles und es hieß, and the winner is Milli Vanilli, da bin ich als einziger, glaube ich, in den Sessel gesunken und habe dann alle Probleme auf mich kommen sehen. When I was on stage, du stehst auf der Bühne und die Fans lieben dich. Tausende. Jede Nacht. Und dabei hören sie gar nicht deine eigene Stimme. Das ist schizophren. Und dann musst du ständig dieses große Geheimnis auf deinen kleinen Schultern tragen. Du wirst einsam. Dir bleiben nur Alkohol, Drogen, Sex. Das Springen von einer Party zur nächsten. Dass das Geheimnis nun keins mehr ist, macht es nicht besser. Rob, der zweite Milli Vanilli, stürzt völlig ab und bezahlt das Ende des Duos sozusagen mit dem Leben. Er stirbt an einem verhängnisvollen Mix aus Drogen und Alkohol. Einzelheiten habe ich nie erfahren. Ich bin mir aber nie ganz sicher, ob er nicht doch vielleicht zurückkommt. Für mich ist es, als ob Rob einfach nur auf einer langen Reise ist. Jeder andere Gedanke macht es schwierig für mich. Zum einstigen Übervater Frank Farian hat Fab keinen Kontakt mehr, aber zu ihm John Davis, eine der beiden echten Stimmen von Milli Vanilli. Demnächst wollen die beiden was zusammen machen, Musik. Und auch Fab wird dann nicht mehr nur die Lippen bewegen.